Hi, ich bin Jörg und seit Weihnachten 2019 stolze Hundebesitzer. Es war schon seit 20 Jahren ein Traum, einen Hund zu haben, und jetzt war der Wunsch greifbar nahe und ich wollte mir einfach verwirklichen. Einen erfüllten Traum mit Miri, der ging dann über den Tierschutz, und sie ist eine aus Ungarn stammende Tierschutzhündin. Ich wollte den Schritt wählen, weil ich mir dachte, es gibt so viele Hunde in Rumänien, Ungarn, Spanien, die kein Zuhause haben, und es täte mir irgendwie leid, zum Züchter zu gehen. So viele tolle Gründe, einen Tierschutzhund zu holen. Wir hatten zum Beispiel mit Miri kaum Probleme. Also das Einzige, sie ist nicht mal wirklich ängstlich. Sie ist unsicher, vorsichtig. Große Angst hat sie vom Autofahren. Das hat meine Theorie, dass sie eingefangen wurde und das als prägendes negatives Erlebnis im Gehirn abgespeichert wurde. Aber mit kleinen Schritten. Sie braucht einfach so lange, sie braucht, dann kriegen wir das hin. Der Hund hat mein Leben eigentlich schon verändert. Es heißt jetzt, oder es ist an der Tagesordnung, dass ich mein Leben schon auch nach dem Hund ausrichte, und ich mache das gerne. Er hat mein Leben sehr ins Positive verändert, vor allem jetzt in der Corona-Pandemie-Krise. Muss ich sagen, bin ich wirklich glücklich, dass ich so einen treuen, tollen Freund habe wie der Hund. Ja, also ich wünsche mir natürlich, dass ich mit diesem Hund, der jetzt bald ein Jahr wird, Juli 2020, wird es ein Jahr, wünsche mir natürlich eine so lange wie es geht, sehr innige Freundschaft. Ich wünsche mir für sie, dass sie dieses Autoproblem dann mit meiner Hilfe in Kürze dann auch ablegen kann. Ich wünsche mir, dass der Hund gesund bleibt, das ist auch immer ein Thema, und dass wir viel Schönes erleben. Ich denke, dass wir noch vieles, vieles nicht wissen, was Hunde können, und ich finde es einfach total faszinierend, mich da ein bisschen mal von dem Menschenleben abzugrenzen und einfach mal so ein bisschen mir vorzustellen, wie könnte ein Hund leben. Ich werde es nie wissen, ich werde die Antwort nie bekommen, aber ich finde es eine faszinierende Lebenseinstellung für mich inzwischen schon, dass ich entdecke, was die Hunde hier und da noch, wie die mich teilweise verblüffen.